Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar. Cotsworth und Dogmeat. Und da geht's zum Mechanist. Und los geht's. Seid ihr bereit? Warte, wir müssen noch Granaten auswählen und so. Granaten auswählen. Das wäre schön. Impulsgranaten, würde ich sagen. Habe ich das Minen genommen? Ne, müssten Granaten sein. Benutzt das. Benutzt das. Guck mal, ob er irgendwie dazu reagiert oder darauf reagiert. Jetzt kommt die beste Tür im Spiel. Geil. Ich liebe es. Es könnte auf das M-Set reagieren. Öffne Sicherheitstüren. Wie viele Türen brauchen wir wohl, hm? Schwarze Weste, Hose. Ich kann es gebrauchen. Was denkst du denn? Da geht's schon los. Gehen die jetzt nur rein? Die gehen nur rein. Dogmeat, wenn du jetzt da durchgehst, haben wir ein Problem. Das Loch hat sie, glaube ich, gebuddelt, ne? Um hier durchzukommen. Mist. Mist. Geschafft. Geschafft. Tuchstörung lasse ich an. Würde ich gerne kaputt machen. Und auch diese... Vielleicht machen wir einfach die... Entschärfen wir einfach diese Dinger. Ups. Was ist das denn hier? Aufzugsteuerung. Wo geht der denn hin? Bin ich direkt zum Mechanist? Brainwashed. Drin. Na also. Nicht funktioniert, ne? Das wär's. Oh, 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 was war das denn? Cotsworth. Ja, ja, ich wusste es. Das ist alles, was der Mechanist an seinem Eingang. Wenn ich das so sagen darf, ich bin begeistert, dass sie mich als Begleiter gewählt haben. Echt? Ich höre aufmerksam zu. Das war wieder Dogmeat, ne? Typisch Dogmeat, immer das gleiche. Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Wenn irgendwas entschärfen wollt, dann macht es am besten ohne alle anderen. Schade, die kann ich jetzt nicht mehr deaktivieren. Wäre ja, schön viel Zeug gewesen. So.
Oh, jetzt haben wir... Das ist auf jeden Fall einer der besten DLCs hier, weil die ganzen Roboter abknallen, macht halt mega viel Spaß. Und es bringt auch echt Umfang, finde ich. Also, zwei neue Gegner auf der Karte. Wie schön. Zwei neue Dungeons quasi. Einmal das hier von den Rust Devils. Und einmal der hier. Und der ist super cool, weil er ziemlich groß ist. Da unten ist eigentlich schon unser Ziel, wo wir hinwollen. Aber da kommt man jetzt noch nicht hin. Benutzt das. Benutzt das. Schade, leider keine großen Dialoge der Cotsworth hier. Guck mal hier, Seife. Wenn man. Hier findet man's, ne? Sag nur Project Zomboid. Cool. Okay, daher geht's schon mal los. Das ist schon der erste Kontakt hier. Wir kommen jetzt hier, glaube ich, hochgefahren, ne? Jo. Nicht so gut. Oh, boah, gerade noch so weit genug weg. Torture, was ist denn los mit dir? Ah, geht doch. Guck, das ist die Fabrik. Was ist denn da los? Schade, mehr da nicht. Hey. Kann ich zu Diensten sein? Nehmen Sie das hier. Was meinst du? Zwei Kerzen unterhalten sich. Dann darauf. Nein! Oh, ich habe auch kein Torso mehr an. Ich habe vergessen, immer noch anzuziehen. Oh, kommt der denn auf einmal her? Lol. Ach ja, die Kapsel muss ich auch noch. Sollte ich jetzt mal machen mit den nächsten Dingensbummens. Damit ich mal ins Institut komme. So. Atommine sparen wir uns auf, oder? Lass mal die Splittergranaten. Hab da nicht überall eine. Guck mal, siehst du? Ich spreche jetzt hier lieber nochmal ab. Ich glaube, die kamen, weil sie mich hier gesehen haben. Oh, shit. So nicht explodieren, bitte. Hat er jetzt gegen jemanden gekämpft? Da, der hat mich eben gekillt. Gekillt! Roboteranlage, Steuerungsterminal. Also.
Aber normalerweise ist doch hier viel mehr los. Ich lasse nie eine Aufgabe unvollendet. Irgendwann finde ich dich. Ja, Sound ist geil, ne? Ich muss sagen, dass ich... Was ist denn da? Ich dachte, wir ein Fenster! Legendärer integrierter Müllbot. Das war's schon. Und bumm. Wow! Das nenne ich radioaktive Verstrahlung. Das ist gut. Guck mal kurz, wofür könnten wir dich upgraden? Codsworth, nein. Wie wär's mit dem Raketenwerfer, Codsworth? Ich glaube, das könntest du gut gebrauchen. Leg los, mein Freund. Zeig's ihnen! Metallrüstung, wow, toll. Aha. Das sind doch hier Synth-Granaten gewesen, ne? Oder doch nicht? Das waren doch nur Impulsgranaten. Müssen wir wieder mitnehmen? Oh Scheiße, die waren doppelt ineinander? Alter, und dann noch ein Feuergeschütz. Alter, direkt ausradiert. Das war's mit uns. Oh Mann, ey. Jetzt sind wir schon wieder unten. Pass auf, das ist nämlich immer so hier. Nee, wir sind sogar oben. Okay. Kurz bevor ich gestorben bin, das ist auch gut. Doch nur eins. Ich dachte, es wären zwei. Das ist so cool. Ich hatte gehofft, dass man die irgendwie die Fabrik übernehmen kann und dann selbst das Commonwealth irgendwie mit Robotern überschwemmen kann. So wie mit dem Synth. Dass man irgendwie so ein Signal schießen kann und dann kommen irgendwie Roboter und verteidigen ein. Das wäre so cool gewesen. So cool. Die Fabrik soll ja Roboter Unterstützung bringen und die kommen und sterben und schießen. Das ist kaputt. Sehr cool wäre das. Boah. Nein, 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 nein. Boah. Vakuumrohren. Kennt heute auch keiner mehr.
So. Mehr. Mehr. Oh. Hier. Ja, scheiße, ich komme nicht über die Brücke, ne? Oh, jetzt bin ich schon überladen. Warte mal, ich muss zurück. War das noch mitnehmen? Oh, wir haben noch ein bisschen Jet übersehen. Ich glaube, jetzt haben sie es geschafft. Nee, doch nicht. Scheiße. Da war ich noch gar nicht drin, ne? Hey. Ja, Kotzhoff hat sich wegteleportiert, der wollte nicht. Dann also du, Dongmeat. Sonst nichts? Na gut. Ich müsste die teleportiert werden. Öffne das. Ah, siehst du? Ich muss ihm mal das Licht ausmachen, das geht glaube ich auch. Man fährt da nicht immer mit dieser Lampe durch die Gegend. Die beste Tür überhaupt. Jetzt sind wir schon hier. Öffne das. Öffne das. Komm, Dogmeat. Wir sind gleich da. Habe ich eigentlich noch ein Adektol? Aber lieber jetzt noch nicht nehmen, oder? Ja. Aber da kommt bestimmt einer raus. Mann, hier ist echt super. Loot ist ja echt toll. Das wär's. So ein kleines Schloss hält sie nicht auf. Ah, hier. Halt die Fresse. Rückzug, Rückzug! Guck mal, warum hier eigentlich nichts rauskommt. Verstehe ich eigentlich gar nicht. Oh shit! Soll man sagen, das ist einfach. Boah. Und schon wieder aufs Neue. Guck mal, diesmal ist da was drin. Oder? Ach, das für die andere Kiste war leer, ne? Die war sowieso schon gefüllt. Das wär's. Das haben sie zugeknackt. Das kommt. Feindliche Lebensformen. So. Ah, toll. Das war Nummer 1. Ich glaube, der legendäre Seppel. Geh du mal lieber, Cotsworth.
Guck mal, ich kriegst du bei dem Boden. Ich hab schon ein bisschen leid. Einen coolen. Oh Mann. Wäre es beinahe gewesen. Oh, nicht, dass da jetzt noch einer kommt. Boah, ist der Dogmeat. Ist kein Roboter. Okay. Na gut, Leute. Wir sind leider wieder am Limit. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Fallout 4. Und bis dahin wie immer. Haut rein, Leute.